können die sich erstmal eine Runde quälen. Aber auch geil, ne? Man muss sämtliche Sklaven hier ausrotten, um dann die Wasserfilter zu manipulieren. Hä? Ich meine, wen soll das denn noch interessieren? Ist ja keiner mehr da. Quest. Seht sie euch da draußen nur an. Sie sind wie Tiere. Hunderte von Sklaven, die keinen Anführer haben und keinen blassen Schimmer, was sie mit ihrer Freiheit anfangen sollen. Wie ich bereits sagte, sind die Sklaven wie Tiere. Aber wir haben ein seltsames Verhalten bei ihnen bemerkt. Meine Vorgesetzten wollen mehr wissen. Einige Sklaven bringen sich gegenseitig um. Wir wissen nicht, ob sie verrückt, hungrig oder verzweifelt sind. Oder ob sich eine Gruppe gegen die anderen gewandt hat. Ja. Das ist doch keine große Sache. Es ist vielleicht nicht so wichtig, aber wir wollen trotzdem wissen, was da los ist. Wir wissen, dass die Tötungen einem Ritual folgen. Die Mörder schleichen sich nachts an, erstechen ihre Feinde und beschmieren sich mit Blut. Wenn ihr da nachforschen könntet, sie auf frischer Tat ertappen, könntet ihr vielleicht etwas über ihre Gründe erfahren. Ich komme zurück, wenn ich mehr entdeckt habe. Haltet nach Sklavenausschau, die sich gegen die anderen wenden. Mit Glück bekommen wir so Antworten. Ich sehe gerade, das Haar von Driviak ist ganz schön Kuddelmuddel. Unglaublich, wie der Kerl rausgeht morgens. Commander Bridge, zu euren Diensten. Lord Barras hat mich über euren Besuch informiert. Wie kann ich euch helfen? Wie kannst du uns helfen? Ihr seid schon vorbereitet, ja? Verbreiten sich schnell. Lord Barras ist überaus effizient. Lasst mich seinem Vorbild folgen und euch auf den neuesten Stand bringen. In letzter Zeit gab es in diesen Gebieten viele Unruhen. Allen voran ein brutaler Sklavenaufstand, bei dem bewaffnete Sklaven den umliegenden Dschungel überrannten. Okay. Und sie haben ihre Fesseln zerstört? Dann sind sie keine Sklaven mehr, nicht wahr? Ich muss mich korrigieren. Ehemalige Sklaven. Niemand weiß, dass Lord Barras den Aufstand organisiert hat, um einen seiner Gegner zu schwächen. Und er möchte seine Beteiligung geheim halten. Nun drohen die Anführer des Sklavenaufstandes, Barras Beteiligung zu enthüllen. Es sei denn, sie bekämen mächtigere Waffen. Tja, dann lassen sie uns keine Wahl. Sie müssen getötet werden. Das stimmt genau mit meinen Anweisungen überein. Lord Barras möchte, dass ihr genügend erpresserische Sklavenanführer ausschaltet, damit der Rest seine Entschlossenheit verliert. Ich brauche Koordinaten. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Die Sklaven sind über das ganze Gebiet verteilt, aber die Anführer versammeln sich gerne in der Nähe des unvollendeten Koloss. Ich warte hier auf eure Rückkehr. Natürlich wartest du hier auf unsere Rückkehr. Ganz schön mutig, da rumzusitzen und zu warten, was? Er befolgt Befehle. Das ist sein Postenwett. Ich meine ja nur, ziemlich gemütlich. Ja. Die hat ja nie Unrecht. Gerade als man dachte, hier gäbe es noch nicht genug große Statuen. Gut, ne? Die hat ja nicht Unrecht. Aber so ist das Leben als Held. Oder Schurke, je nachdem. Da bist du ruckzuck, bist du da. Nur noch ein Laufbursche für alle. Weil sie sich ihre Hände nicht schmutzig machen wollen. Was ist hier denn los? Bin hier? Unglaublich. Wo kommen die denn her? Und jetzt sagt mir nie, ich bin da dran vorbeigelaufen. Die hätte ich doch gesehen. Ich denke. Auf ihn. Los, verlumpt. Du halt die Klappe. So, die Wette. Dann kommen sie mal mit. Da unten ist eine Menge. Was los? Ist ziemlich ruhig hier heute. Ich bedenke, was hier sonst immer am Rumrennen ist. Oder habe ich irgendeinen Filter angemacht? Nö. Oder doch? Ich meine, es sind ja nur 23 auf Drum und Cast. Ist jetzt nicht so viel. Was zittert er denn da rum? Ach ja. Juhu.
Champion. So, bumm. Finde ich gut, dass die Wett schon welche aus dem Spiel liegen. Dann muss ich mich da nicht drum kümmern. Muss nur darauf achten, dass sie nicht zu viel Schaden kriegt. Dann ist alles gut. Lalalala. Hier ist echt nichts los. Also ich kann mich noch dran erinnern, als ich vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren hier gespielt habe, muss man sich anstellen, um das Ding looten zu können. Aber nun gut, vielleicht ist ja das Vitor momentan auch für die Spieler langweilig, keine Ahnung. Auch wenn EA jetzt wohl bekannt gegeben hat, dass SWTOR die höchsten Abozahlen seit Umstellung hat. Von dem her, man weiß es nicht. So, wir legen jetzt erstmal hier eine Bombe. Erstmal eine Bombe basteln. Moin! So, du kommst als erstes weg mit diesem Kitschloch. Waffennarren. Nein, auf damit. Guck mal, der kann sich mit mir drehen und trotzdem. Sollen wir weiter? Ja, gleich. Und kann trotzdem. Hast du meine weg? Was? Guck mal her. Ich hätte jetzt nur nicht noch mehr kriegen. Wett, du musst auch mal herkommen. Das wäre voll nett. Von dir wird. Ja. Okay. Dann halt. Wäre so besser. Hör auf, meine Fett zu hauen, du Arschkeks. Immer haut er die Fette. Wenn einer die Fette haut, dann bin ich das. Und bumm. Das war eine grandiose Vorstellung. Der Bohrer hat die Nacht zum Tag gemacht. Hier sind die Credits, wie versprochen. Das ist total nett von dir. Wie versprochen. Na gut, dann können wir wieder nach oben. Und dann kommt der Rest. Der Rest vom Schützenfest. Ich hab schon die Hälfte an Level wieder gemacht. Bevor wir hier von dem Planeten runter sind, sind wir Level 20. Das ist recht ungewöhnlich. Wie ich finde. Und ja gut. Da ist mein Loot. Wenn dem so ist, dann ist dem halt so. Ach ja, dann müssen wir auf der anderen Seite. Wer schießt denn da schon wieder auf die Wette? Kann sich zumindest selbst wehren. Kommt man hier nicht rüber hüpfen, ohne dass man außen rum muss? War das nicht so? Heute. Ja. Ihr seid nicht der Anwärter. Ihr seid ein Sith. Eure Gegenwart ehrt uns. Willkommen in unserem Gefängnis. Redet Fangt an zu reden. Tot. Eine falsche Bewegung und ihr sterbt. Ihr wollt eine Erklärung? Ich bin Traga Unvol, der Anführer der Befreiten. Ich bin meines Hasses Herr. Als die anderen Sklaven sich befreiten, habe ich gelacht. Wie ihr wusste ich, dass ihre Flucht eine Illusion war.
Nur die Sith genießen wahre Freiheit. Nochmal, ein paar ausführlichere Erklärungen, bitte. Ich kenne den Kodex der Sith. Freiheit wird durch den Sieg erlangt. Der Sieg durch Macht. Ich ergriff die Chance, mich zu beweisen. Ich trennte die Schwachen von den Starken. Ich tötete und lehrte. Ich lehrte Sklaven, die Freiheit durch Blut zu finden. Nun sind meine Anhänger und ich die Herren. Und schon bald werden wir zu Sith werden. Okay. Ich muss mehr darüber erfahren. Wir sind voller Hass. Wir sind mächtig. Wir sind frei. Somit sind wir bereits Sith. Und nun könnt ihr dem Imperium von uns berichten. Ihr seid stark. Mit eurer Zustimmung werden wir dienen. Tragt die Kunde unserer Loyalität zu euren Herren. Dann werden wir das neue Gesicht des Imperiums. Verfechter der dunklen Seite. Ihr seid krank und verdorben. Ich werde euch helfen. Naja, die können wir uns ja untertan machen. Das Imperium soll eure Botschaft hören. So soll es sein. Nehmt dieses Datenpad. Es enthält mein Bittgesuch an die Sith Lords. Ich bin noch nicht bereit, den Koloss zu verlassen. Mit jedem Mord spüre ich, wie meine Macht wächst. Und es gibt noch viele, die sich mir anschließen könnten. Doch bald werden wir bereit sein. Wir erwarten die Nachricht des Imperiums. Viel Erfolg. Lebt wohl. Wir kehren nun in die Schatten zurück. Ja, ist auch besser so, wie du aussiehst. Sonst erschreckst du noch die Kinder. Kann man ja nicht machen. Wir können den Kindern ja nicht alles zumuten. Was bist du denn für einer? Aha. Oh, ich muss hier weg. Ich muss da weg. Na komm. Wenn sie stirbt, dann kehrt sie als Geist zurück. Hast du mir da was mit sagen will? Die kleine Yvette? Bitte? Wo ist denn? Oh, schon tot. Na gut. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen zurück, zurück. Eliminiert rebellische Anführer. Nein. Wenn ich gerade nicht weiß, wo die rebellischen Anführer sein sollen. Aber die können ja hier nur irgendwo rumstehen. So viele Möglichkeiten haben die ja nicht hier. Moin. Hallo? Sollst du auf mich schießen? Hauptsache nochmal hauen. Bevor man dreimal daneben gehauen hat. Okay. Ich wollte gerade mit Doppelsprung aus diesem Kreis springen. Ich glaube, ich spiele zu viele Sachen, wo man das kann. Aber da gewöhnt man sich auch ziemlich schnell daran, selber aus den Bereichen rauszugehen. Oder beziehungsweise rauszutappen, rauszudodgen, rauszudingsen. Wie auch immer man das nennen will. Und die ganzen neueren MMOs. Oder viele der neuen MMOs haben das ja inzwischen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich will das auch nicht mehr missen. Weil da bleibt ein doch ein bisschen mehr Spielraum für Versagen. Und hier steht man und haut. Und kann eigentlich nicht viel machen. Entweder hat man dann, beziehungsweise ist man dann ausgewichen, hat pariert, geblockt, was auch immer. Oder man hat es nicht. Okay, wieder zu. Aber viele Möglichkeiten haben da halt nicht
selbst drauf Einfluss zu nehmen. Aber bei Teso zum Beispiel oder bei Guild Wars oder hier das neue Black and Soul, nee, doch, Blade and Soul, so. Black and Soul ist aber auch geil. Ah ja, da geht's um Musik. Das neue MMO, Musik-MMO. Da kriegst du dann so einen Stimmverzerrer, damit du eine tiefe Bassstimme hast und darfst dann Soul-Lieder. Nee, bei Blade and Soul ist das ja auch so. Und finde ich gut. Am Anfang ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gebe ich gerne zu. Aber jetzt merke ich, dass mir das fehlt. Weil das halt eine Komponente ist, die mal, ja, wo man dann halt ein bisschen mehr machen muss. Sowas ähnliches. Ganz, ganz grob ähnlich. Hatte Daok ja damals auch. Ja, ich weiß, ich fange schon wieder mit meinen alten Kriegsgeschichten an. Aber bei Daok hattest du halt, konntest du halt zwar nicht ausweichen und so, aber du hattest halt diese positionsabhängigen Sachen. Wie du zum Beispiel, wenn du hinten stehst, machst du mehr Schaden. Wenn du von der Seite stehst, hast du anderes Styles, als wenn du von vorne auf den Mob haust und so weiter und so fort. Schön, euch wiederzusehen. War interessant. Ich wusste, diese Sklaven haben keine Chance gegen euch. Habt ihr einen der Mörder aufgespürt? Was habt ihr erfahren? Nö. Können wir etwas damit anfangen? Wir haben die Mörder. Die Mörder werden jetzt dem Imperium dienen. Ich habe ihren Eid bei mir. Wie meint ihr das? Zeigt mir das Datenpad. Das ist doch verrückt. Meinen die das ernst? Sklaven, die Sith werden wollen? Ja, warum nicht? Ich gebe nur Informationen weiter. Ich verstehe. Natürlich. Ja, ihr habt ja recht. Ich informiere das Kommando. Ich darf nicht mit den Sith Lords in der Blockade reden, aber auch sie werden davon erfahren. Es war eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Nein, ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder. Trottel. Nehmen wir das oder nehmen wir das? Ich glaube, wir nehmen das. Können wir das doch direkt anziehen? So, was haben wir hier noch? Ist bei mittlere. Oh, mittlere wäre eigentlich. Grüner Schleim. Kiste. Diese Kiste enthält Rüstungsteile. Okay. Ist sogar besser. Ziehen wir das doch an. Relikt. Ist auch besser. Aber wir können ja sogar zwei Relikte tragen. Warum die Sachen denn her? Schwert. Ja, warte mal. Charaktermenü. Wie können wir das grüne austauschen? So. Was haben wir hier? Ja, das ist schwächer. Wo haben wir denn diese Kisten her? Ja, wann gibt es denn diese Kisten? Vor allem, wofür gibt es diese Kisten? Ich kenne diese Kisten nicht. Ah, ihr seid wieder da. Das lässt mich vermuten, dass heute viele Sklavenanführer gestorben sind. Sie werden Lord Varas nicht mehr belästigen. Ich erschaudere bei dem Gedanken an ihr Schicksal. Ich muss schon sagen, es ist sehr inspirierend, euch bei der Arbeit zu beobachten. Ach, schlimm. Werft euch vor jemand anderem auf die Knie. Verzeiht, wenn ich euch aufgebracht habe. Ich werde Lord Varas informieren, dass die Lage unter Kontrolle ist. Ja, und dann geh, keine Ahnung, was tun. Benötigen aber Sie behellige mich nicht mit deinem Blödsinn. So, Schrott verkaufen, heilen, den Müll können wir auch wegschmeißen. Was haben wir denn hier? Leben Sie wohl. Das können wir dann auf dem nächsten Planeten, glaube ich, machen.